Willkommen zur Devisenbörse. Ich begrüße heute ganz herzlich Tula Nguyen von der Commerzbank. Frau Nguyen, die Wirtschaft in den USA erholt sich langsam weiter, freundliche Konjunkturdaten. Was glauben Sie, wie wirkt sich das Ganze auf die Geldpolitik der Fed aus? Ja, wie Sie schon gesagt haben, die letzten Daten aus den USA waren ja sehr positiv, wie beispielsweise das Konsumentenvertrauen gestern oder die Bestellung langlebiger Güter. Und das alles spricht natürlich für eine sehr robuste Erholung der US-Konjunktur, was wiederum dafür spricht, dass die Fed eventuell sogar in den nächsten Sitzungen ihre Anleihekäufe zurückfährt. Das hat ja implizit Fed-Chef Ben Bernanke angekündigt in seiner Rede letzte Woche. Natürlich ist die Entscheidung, QE3, also diese quantitativen Lockerungen zurückzufahren, abhängig von den Daten. Das heißt, jeder neue gute Datenpunkt aus den USA erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass QE3 eher früher als später zurückgefahren wird. Und das ist das, worauf der Markt natürlich spekuliert. Wir sind allerdings skeptisch, ob ein solcher Schritt bereits im Juni folgt. Gehen eher davon aus, dass die Daten noch relativ schwach bleiben und die Fed weitere Daten braucht, um wirklich zu erkennen, dass die Erholung auch nachhaltig ist. Was heißt denn das jetzt für das Währungspaar Euro-Dollar? Es würde ja dann den Dollar stärken. Heißt das, der Euro kommt weiter unter Druck? Ja, das würde ich sagen. So, wenn wir jetzt weitere positive und gute Daten aus den USA bekommen und vergleichsweise schwache Daten aus dem Euroraum, dann wird sicherlich Euro-Dollar erst einmal weitergehend Süden tendieren. Da gilt es erstmal die 1,2830 zu überbrücken und danach wartet ja schon die psychologische 1,28-Marke. Wie sieht es denn hier bei uns in der Eurozone aus? Hier werden ja doch weitere Maßnahmen der EZB diskutiert. Wie schätzen Sie das ein? Das wesentliche Problem, worauf die EZB, womit sie sich beschäftigt, ist die schleppende Kreditvergabe in den Peripherieländern vor allem. Das heißt, die Kreditzinsen sind dort sehr hoch, trotz niedrigem Leitzins, und Unternehmen kommen sehr schwer an Kapital. Und das wiederum hemmt natürlich die Konjunktur in diesen Ländern. Wenn das so weiterläuft und da, so sieht es ja aus, wie die letzten Daten zur Kreditvergabe andeuten, dann steht die EZB natürlich unter Druck, mehr zu tun. Und je schwächer die Konjunkturdaten, desto eher gehen wir davon aus, dass sie ihren Leitzins noch einmal senkt und eventuell den Einlagensatz ins Negative senkt. Lassen Sie uns mal Richtung Kanada schauen. Da trifft sich heute die Notenbank und zum letzten Mal leitet dann der alte Chef Mark Carney die Sitzung. Erwarten Sie da irgendwelche Auswirkungen auf den Kanada-Dollar? Es ist nicht wirklich davon auszugehen, dass Carney heute in seiner letzten Sitzung einen Umschwung in der Geldpolitik verkünden wird. Ich denke mal, wenn überhaupt, wird er das seinem Nachfolger überlassen. Da die Inflation im April sehr stark gefallen ist, könnte es sein, dass sich die Bank of Canada etwas vorsichtiger zeigt. Da sie aber erst vor kurzem ihren Ausblick nach unten revidiert hat, ist nicht davon auszugehen, oder es wäre zumindest eine sehr große Überraschung, wenn sie dies jetzt nochmal tun würde. Das Risiko besteht allerdings und dementsprechend würde ich eher vor der Zinssitzung eher davon abraten, Cut zu kaufen. Welche Devisen sind denn im Moment interessant statt dem Kanada-Dollar? Na gut, interessant ist sicherlich weiterhin der japanische Yen, nicht durch eine Aufwertung, ganz im Gegenteil. Er hat ja bereits mit seinem Abwertungslauf seit Anfang des Jahres sehr beeindruckt und wir gehen davon aus, dass sich diese auch erstmal fortsetzt. Maßgeblich dafür ist natürlich die expansive Geldpolitik, die inzwischen auch ihre Auswirkungen auf die Renditemärkte, auf die Anleihemärkte hat. Die Renditen für japanische Staatsanleihen sind ja gestiegen, was auf die gestiegenen Inflationserwartungen zurückzuführen ist. Und das wird natürlich mehr und mehr zu einem Problem für den Yen, denn vor dem Hintergrund 200% Staatsschuld und steigenden Renditen bietet natürlich die fiskalische Situation einige Risikoherde für den Yen. Und nicht zuletzt aus diesem Grund, wie gesagt, gehen wir davon aus, dass sicherlich der Yen noch weiteres Abwertungspotenzial hat. Tula Nguyen von der Commerzbank, Dankeschön für die Einschätzung nach Frankfurt. Bitte sehr.